Jetzt aber erst zu einem Mann, der sehr erfolgreich bei Kabel 1 mit seiner Sendung Rosins Restaurant, ein Sternekoch räumt auf, zu sehen ist. Er ist heute zum ersten Mal bei uns zu Gast. Und bitte begrüßen ihn recht herzlich. Hier ist Frank Rosin. Rosin. Genau. Ist das richtig ausgesprochen? Nicht Rosin oder so? Nee. Nein. Kommt, glaube ich, von Rosinski. Rosinski oder von Rosine. Ja, oder so. Wurde ich immer geärgert in der Schule. Ja, ja, ja. Sie sind Sternekoch. Können wir nicht du sagen, ich bin der Frank? Frank, klar, Frank, hallo. Ja. Hallo, Frank, ich bin der Stefan. So, hätten wir das auch? Streich mal Rosin weg. So. Frank, sag mal, du bist Sternekoch. Wie viel hast du? Zwei Sterne. Zwei Sterne? Genau. Zwei Sterne, das im Guide Michelin. Das ja. ist der Restaurantführer sozusagen. Es gibt noch ein paar andere, da gibt es dann Mützen und Messer und Gabel genau. und Bestecke und Handtücher und sonst irgendwas. Ne? Genau, und ich habe zwei Michelin-Sterne und das Schöne ist, mit meinem eigenen Restaurant. Das führe ich seit 21 Jahren in Dorsten, das ist so das nördliche Ruhrgebiet. Okay. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. In Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet gibt es überhaupt Leute, die in Zwei-Sterne-Restaurant gehen? Da gibt es normalerweise nur Frittenbuden und so, ne? Ja, klar. Und die muss es auch geben, weil sonst würde ich verhungern, weil ich stehe total auf Fritten und Currywurst. Aber nee, das Ruhrgebiet hat fast 7 Millionen Menschen und die Leute reisen sehr, sehr weit, um gut zu essen. Und das tun sie bei uns. Tatsächlich. Was gibt es dann so in deinem Restaurant? Ja. Also, kann man das so sagen? Sag mal, Jägerschnitzel zum Beispiel. Ja, Jägerschnitzel, auf jeden Fall. Nur wir würden das dann letztendlich modern interpretieren. Ne? Okay. Also wir würden dann ordentliches Kalbfleisch nehmen, würden schön ordentliche Pilze machen und würden das in einem im selben Kontext, aber moderner und internationaler anrichten. Also nicht nur einfach paniert. Das ist zu wenig für ein Sterne-Restaurant, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Weißt du, was man nicht verkaufen kann, taucht auch nichts. Ne? Ja. Ist das eher so an die französische Haute Cuisine angelegt? Also kleine Portionen mit sehr wenig zu essen? Guck mal, Stefan, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. So, und da sind Menschen, die wollen vernünftig futtern. Ne? Also genau. kannst du dir vorstellen, dass ich mich auch ein bisschen an meine Region anpassen muss. Ja. Und das tue ich. Also ich koche deftig. Man sagt sogar, also ich würze auf die Fresse. Ja? Ist dann nicht schwierig, auch Sterne zu bekommen? Weil ja gerade das eigentlich so einem Tester ja vielleicht nicht so gefällt, wenn man ordentlich drauf Ja, das ist ja die Philosophie. Es gibt ja Restaurants, die haben in einem Kuhstall einen Stern und es gibt Restaurants, die haben in einem Schloss einen Stern. Ja. Und die Kunst ist, dass Michelin ist einfach mit einer gewissen Philosophie und mit einem gewissen Blick das Ganze zu beurteilen. Weißt du, die kommen ja nicht ins Restaurant und sagen, essen, Mund abputzen, lecker, Stern, sondern die beobachten schon, ne? Was ist der Swag sozusagen? Der Swag! Da ist er. Absolut auf der Höhe der Zeit. Dieses Wissen lässt du einfließen in deine Sendung Rosins Restaurant. Ja. Da gehst du in Restaurants, die schlecht laufen. Die beschissen laufen. Die beschissen laufen und findest heraus, warum die beschissen laufen. Genau. Das ist aber sehr schnell zu erkennen. Okay. Und dann gehst du wieder oder sagst du auch noch, wie man es wieder besser machen kann? Also manchmal möchte ich schon ganz gerne sofort wieder gehen, aber es ist mir ein Herzenswunsch wirklich, das zu vermitteln. Also die Sendung liegt mir auch sehr gut, weil ich mache das wirklich gerne. Und das ist mal donnerstags zu sehen, Dienstags. Um 21.15 Uhr auf Kabel 1. Dienstags, 21.15 Uhr. Ja, Dienstag 21.15 Uhr auf Kabel 1. So. Also, man muss sich einfach mal vorstellen, wir reden ja über eine Branche, die es seit 4000 Jahren gibt, nämlich Beherbergung. Ja. Und in Deutschland braucht man keine Ausbildung, um ein Restaurant zu eröffnen. Nichts. Nichts. Man muss noch nicht mal. Noch nicht mal das. Einen Wirt-Meisterbrief haben. Gar nichts. Den gibt es gar nicht. Gar nichts. Gibt es ja doch. Es gibt ja genug Ausbildungen in dem Job. Hotel, ja, Hotelfrau, Kaufmann, Frau, Restaurantfrau, Koch, alles. Ich brauche auch noch nicht mal einen ausgebildeten Koch zu haben. Ich kann einfach anfangen. Genau. Und das finde ich auch ganz schrecklich und deshalb mache ich das auch unter anderem, um wirklich diese Situation zu zeigen, in welchem teilweise katastrophalen Zustand die deutsche Gastronomie ist. Ja, gut, das war jetzt, ist ja jetzt natürlich das war jetzt ein Vereinslokal in einer Kleingartensiedlung. Ne? Ja gut, aber weißt du, wie viel davon es gibt? Und es gibt ja auch noch andere Sachen. Ja, ne? Ja, ja. Aber das Problem ist ganz einfach, keine fachliche Bildung, keine Ideen. Dann kommt dazu Familienprobleme, Personalprobleme. Es ist wirklich, wir haben einfach keine Ahnung. Aber es gibt ja auch Kneipen oder Restaurants, wo tatsächlich niemand eine fachliche Ausbildung hat, die aber trotzdem sehr gut sind.
Gut. Das gibt's ja auch. Ja, diese Menschen haben dann Aura, Ausstrahlung und können damit vieles kompensieren oder investieren einfach in gute Mitarbeiter, um das ganze Ding dann eben rund zu machen. Ja? Also ich kann auch nicht alles, möchte auch gar nicht alles können und das, was ich nicht kann, kompensiere ich eben mit Mitarbeitern, die mir dann zuarbeiten. Okay. Aber das ist schon wieder drei, das ist schon auch viel zu weit. Ist aus dem Laden denn was geworden hier? Auf jeden Fall, ja. Aber ich muss dazu sagen, und so viel kann ich auch voraussagen, und das kann ich auch verraten, das ist das einzige, und das habe ich noch nie erlebt, selbstständiges Restaurant, also selbstständig geführtes Restaurant und Hartz-IV-Empfänger. Zusammen? Ja. Das habe ich noch nie, hast du sowas schon mal gehört? Jetzt. Ja. Ich versuche mir gerade das Geschäftsmodell vor Augen zu führen. Ja, ja, und darum stehen ja auch alle kurz vor der Pleite, ne, und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das vielleicht auch so eine Sendung mit Drogeriegeschäften machen. Gibt es denn da so große Mängel in Drogeriegeschäften? Ja gut, ich habe ja jetzt gehört, dass Schlecker auch pleite gegangen ist und von daher... Ja, das ist richtig. Ich dachte so der kleine Drogeriemarkt, nee, den gibt es aber gar nicht mehr. Nee. Den gab es ja früher noch. Nee. Wo man Hasch unter der Ladentheke kaufen konnte. Also heute nicht mehr. Das ist ja vorbei. Ja. Darf ich noch kurz was sagen? Das Besondere an der Sendung ist, dass ich entscheide nicht, also ich werte nicht vorher und nicht nachher, sondern das machen Testesser. Okay. Also wir laden 20 bis 30 Testesser ein, die den Laden auch nicht kennen. Die essen dort, die schauen sich den Laden an, die bewerten das nach einem Bewertungssystem und die kommen am letzten Tag wieder und werten dann nochmal. Und ja, und die sagen dann, was abgegangen ist. Ja, ich gehe davon aus, dass das weiterhin erfolgreich laufen wird. Wie viel Sendungen gibt es da innerhalb einer Staffel? Bei dieser Staffel gibt es 6. Ja. Die sind abgedreht. Letzte Sendung haben wir jetzt letzte Woche auf Mallorca gedreht. Ach so, weil ihr fahrt dann auch nach Mallorca? Cala Ratata. Das war wunderschön. Da gibt es auch schlechte Restaurants? Nein, gar nicht. Ja, die werden wir dann auch demnächst sehen. Immer dienstags um 21.15 Uhr bei Kabel 1. Genau. Viel Erfolg und Dankeschön. Viel Erfolg mit dem eigenen Restaurant. Das heißt wie? Restaurant Rosin. Na, so einfach kann es sein. Jawohl. Ja, vielen Dank. Frank Rosin, meine Damen und Herren. Morgen Abend um 20.15 Uhr startet in Sat.1 Hell's Kitchen mit Frank Rosin. Und ihr seid auch dabei. Könnt ihr denn kochen oder lernt ihr das erst? Ein bisschen kochen kann ich, aber ich habe auch ein bisschen dazu gelernt. Was ist dein Lieblingsessen? Was mein Lieblingsessen ist? Ja. Nudeln. Oh, das ist schwer. Spaghetti, ja. Und das hast du bei Frank Rosin gelernt? Nein, das wird dir alles. Soll ich sagen, was wir kochen mussten? Nein, klar. Das ist eine Show und da musst du alles mitmachen. Da war ich kein Spielverderber. Und das Schlimmste nicht war so ja wie du, so wie du. Wie jetzt? Hör mal, Kaninchen haben die gebracht, tote weiße Kaninchen. Ah, und die hatten offene, rote Augen, knallrote Augen. Und die guckten mich an. Und da sagt er, jeder muss einem Kaninchen das Fell abziehen. Oh, aber die waren schon tot, Ingrid. Die waren tot, die haben mich ja angesehen. Oh. Und ich kann ja das Fell dem Kaninchen nicht runterziehen. Was ich da mitgemacht habe, das kannst du nicht nur praktisch kochen, da musst du dich konzentrieren. Da lag das Kaninchen da und da fängt sie an. Da guck dir mal die Augen, wenn ich das Kaninchen angucke, sagte ich, jetzt Augen hin und her, wir müssen arbeiten. Das Fell muss abgezogen werden. Nein, das kann ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Also mit der Kaufmann sind sie rausgelaufen. Die hast du auch nicht gemacht. Und sonst so? Einmal standen wir bis hier oben in Blut. Was? Ja. Da kam ein Metzger an. Ja, ein Metzger kam. Mussten ja alle. Ein Metzger? Oh, mit so einem Messer und alles. Oh. So eine Tonne hat er voll Blutwurst gehabt. So, und da Nein, Blut gehabt. Ja, das war Blutwurst. Mhm. So. Nein, das war Blut. So, der Metzger, der das hatte, der hat praktisch da den Darm gehabt und der hat das da drauf. Und da hat den Darm verletzt. So. Wie seinen eigenen Darm oder wie? Den Tierdarm, seinen eigenen Darm. Was? Welchen Darm? Ein Darm. Ich bin dann raus. Wir schauen das einfach morgen um 20.15 Uhr an. Ja. Ich will jetzt das nicht sollen die Leute sich ansehen. Das ist so interessant. Ja. Also es ist sehenswert. Also wir sehen Blut, kaputte Därme und lecker kochen. Ja. Alles ist mit alles. Die standen alle im Blut und da haben die so Blutwurst gemacht. Na dann bis morgen Abend, 20.15 Uhr in Sat.1. So, Ingrid und Klaus. Danke. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem Sternekoch. Er hat 2 Sterne, also es ist ein 2-Sterne-Koch. Ja? Oder jetzt kommen wir zu einem 2-Sterne-Koch. So. Und der andere
isst das alles auf, was der Sternekoch kocht, meine Damen und Herren. Und zusammen machen sie mit bei einer Grillshow, Abenteuer Grillen. Und da werden wir jetzt gleich mal ein wenig brutzeln. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Rainer Kallmund und Frank Rosin. Schürzen, Schürzen, Schürzen. Die blaue ist für Kalli. Ah, wieso? Der ist so ein Zeltverleiher. So, ja, erstmal herzlich willkommen. Zwei Sterne Koch, habe ich richtig gesagt, ne? Ja, danke schön. Was ist das Höchste, was man haben kann? Drei? Drei. Drei, oh. Drei. Und du musst dir vorstellen, ich bin in der Pommesbude geboren. Das ist eine Karriere, ne? Ja, das ist wirklich eine Karriere. Muss man da viel für tun, dass die auch da bleiben, die Sterne? Oder hat man die einmal, dann sind sie wieder weg, wenn man irgendwie Scheiße kocht? Nee, man muss sie jedes Jahr beweisen. Ist jedes Jahr da, kommt einer oder zwei. Heimlich. Man kennt heimlich. Heimlich. Das weiß man nicht, es sind nicht die gleichen. Nein. Aber man riecht es doch so ein bisschen, oder? Man denkt so, oh, ja, guck mal hier, da muss Vorsicht sein. Da ist bestimmt einer, ne? Gibt ihm nicht das alte Zeug von letzter Woche. Ich krieg's nicht zu, ehrlich nicht. Aber ja. Ich muss mal sagen, Gratulation, was ist das für eine geile Deko hier? Ja. Also, Nürnbergs Deko ist ja alles essbar. So ein tolles Fleisch, ist ja unfassbar. Ja. Ja, das muss ja lecker sein, Kalli. Ne? Ja, das ist ja gewinnend. Muss doch schmecken, ne? Hallo. Ja. Hallo. Ja. Frank, ja, bitte. Das ist kein Wunder. Der ist ja nicht nur hier ein großer, erfolgreicher Moderator oder TV-Total. Der war in seinem früheren Leben einfach kleiner Metzgermeister, glaube ich. Ne? Nein. Nee, hast du zu weit nicht geschafft? Nee, nur Geselle. Nur Geselle. Ja. Ach so. Daher brauchen wir uns nicht zu wundern. Macht nichts, nicht schlimm. So, jetzt kommen wir zu dem Fleisch, das wir heute grillen werden. In der Show geht es darum, da wird ja der Grill-King des Jahres gewählt. Der Barbecue-King. Okay, wer kämpft dort um die Wette? Oh, wir haben viele Prominente da. Wir haben zum Beispiel Brigitte Nielsen da, wir haben Ralf Möller da. Ja, okay. Wirklich. Ja, aber die wird nicht gegrillt, sondern nicht gegrillt. Okay. Hätte zwar einiges davon, aber... Ja. Sie sieht eigentlich aus dem Fußballer aus Österreich. Ja, Polster, Toni Polster. Und dabei... Hier, Thorsten Legard. Aber der ging ab, sag ich dir. Ne? Ja. Toto und Harry. Was wird dann da bewertet? Harry, ja. Ja, es gibt verschiedene Themen, die abgegrillt werden. Also es ist ein großer Boxring, da sind vier verschiedene Stationen. Und dort werden dann die Mannschaften, die aus zwei Personen bestehen, gegeneinander grillen. Es gab dann verschiedene Grillthemen. Ja. Ja, und das war wirklich sehr, sehr schwer. Zum Schluss musste ein 3-Gänge-Menü gemacht werden. Das heißt, es musste auch eine Nachspeise gegrillt werden. Okay. Nachspeise kann ich. Ja, klar. Mit Alufolie. Wunderbar am Grill. Also, womit fangen wir an? Ja, am besten. Also, bei mir fangen wir immer damit an, wie auch zu Hause. Ja. Ich bin zwar hier für diese leckere, Mensch, guckt mal hier. Ja, ich weiß, schon, das ist der Hammer. Ribeye aus Amerika. Ja. Das ist ein bisschen, ist nicht gerade so billig, aber schmeckt fantastisch. Ja. Aber wo geht's mit los? Mit den Würstchen und mit Bauchspeck hier. Das könnte nicht funktionieren. Ja, das ist tief vergessen. Würstchen. Würstchen. So, der passt genau auf, der Dreck. Und bevor wir anfangen, zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Trick. Denn wenn der Grill neu ist, dann ist es ja immer so, dass man aufpassen muss, dass das nicht so klebt. Ne? Und das, ja, und dann geht man hin mit Zitrone, desinfiziert und reibt das hier ab. Ja. Ja. Und dann gehe ich jetzt hin mit einem Tuch und mit Olivenöl. Vielleicht kann ich mal so ein Krepppapier haben. Ja, gerne. Danke. Für die einfachen Arbeiten bin ich zuständig. Also haben wir schon klar gemacht. Du grillst, ich mach die einfachen Arbeiten, Kalli isst. Ne? So. Dann haben wir das immer schon mal klar. Ich bin stärker am Teller, das weißt du ja. Grillst du mit um die Wette, oder bist du wieder nur Jury? Ich bin Jury, ja. Also bist Jury. Schaut mal eben, ja. Also jetzt gehen wir hin. Und jetzt gehen wir hier mit Öl drüber. Genau. Oh, ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, und jetzt ist er bereit. Ja. Okay. Und, so. Kann man eigentlich so viel falsch machen beim Grillen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht, ne? Darum machen es ja auch die Männer. Ja, das stimmt, das stimmt. Gucken man immer die Frauen, wenn es ans Grillen geht. Ja, immer her. Würstchen drauf, fertig. Aber ich finde Grillen, und da sind wir beide uns ja auch einig, also ich bin so ein richtiger Grillassi, ich brauche eine Wurst und Bauchspeck. Ja, natürlich. Ich kann damit erstmal gar nichts anfangen, weil ich finde, warte mal, hier haben wir das doch versteckt irgendwo. Ich brauche dann auch das. Ja. Und ich brauche das. Natürlich, natürlich. Ketchup und Mayo. Ja. Allerwichtigste. So, fangen wir mal an. Wobei ich aber sagen muss,
Frank, ja. Ich habe das in deinem Buch, man kann es auch bei Kabel 1 sehen, im Video, aha, dass er eine fantastische Soße macht. Der kommt ja aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Ja, ja, ja. Aus dem Pommes frites Bude. Nein. Da ist der große wirklich? Mit dem Bullerkarre. Mit der Bullerkarre. Ja, ja, ja. Der Papa hat ihn ganzen Ruhebiet die Pommes frites verkloppt, schön aus, ja, Holland mit den Belgiern abgeholt, dann die richtig Kohle gemacht. Ja. Und aber das muss man sagen, er ist ja heute nicht nur ein großer, der Frank nicht nur ein großer Fernsehstar, ja, hier als Koch, sondern auch, wie du eben sagtest, zwei Michelin-Sterne, da bist du schon ganz oben im Gourmet-Himmel. Warst du schon mal bei ihm essen im Restaurant? Ja, 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 ist fantastisch. Mhm. Musste mal die Entenleber, man darf das nicht anders sagen, ne? Das, ja, heißt ja ein bisschen anders. Ne? Ja. Entenleber darf man heute nur sagen. Was kostet denn da so ein Abend, wenn man da, sag ich mal, 10 ja, Leute einlädt und vier Gänge, 5, 6, 7, 8 Gänge-Menü oder wie viel gibt's da? Für die Schkare ja Hund wäre also zu teuer. Also ja, ne? Wir sind ja im Ruhrgebiet. Also ja, im Ruhrgebiet muss man erstmal den Teller voll machen. Die Leute wollen satt werden. Okay. Ja? Und da brennt. Ja, ist nicht schlimm. Das ist hier so ein Powerbooster. Guck dir, ja, das mal an, wie toll das, oh, aussieht. Oh. Und ja, wir haben moderate Preise und viele auf dem Teller. Sonst kommen wir bei uns nicht klar. 7 Millionen Menschen wollen wir zu futtern haben, auch bei mir. Und von daher, ja, ist es nicht so teuer. Und eigentlich kann man sich das einmal im Jahr leisten. Mich lachen diese Philly-Steaks hier an. Wenn ich dann mal, kannst du mal für mich eins drauf tun, bitte? Ja, dann gerne. Mach ich selber, komm hier. Ja, gut. Fertig. Also, so. Das ist auch ganz interessant hier. Der Grill ist auch wirklich mega, weil hier können auch vegetarische Sachen gegrillt werden. Ach. Ja, klar. Wir haben also hier diesen Powerbooster. Vegetarische Sachen? Ja, wir haben hier diesen. Du weißt ja, was vegan heißt. Vegan? Komm aus der Indianersprache. Nee, was heißt das? Das waren die, die zu blöd waren, Fleisch zu jagen. Den hat man gesagt, das ist da vegan. Kommt das her? Das sind die veganen Typen. Ah, okay, deswegen, okay, mussten die nur das Grünzeug essen. Alles klar, alles klar. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung, oder? Und dann sind wir gleich zurück und kochen wir auch was aus deinen Büchern hier. Da wollte ich gerade was zu erzählen, weil das wird im November in New York veröffentlicht. Neue deutsche Küche. Als erstes Kochbuch eines deutschen Sternekochs in New York. Hey! Hey! So, neue deutsche Küche und Rosins Rezepte. Gleich mehr hier, bleiben Sie dran. Da sind wir wieder, Frank Rosin und Rainer Kallmund. Soll ich ein Würstchen drauf tun? Ja, genau, kannst du aber verteilen. Morgen, ne? Morgen ist eure Kochshow, ne? Morgen ist die Grillweltmeisterschaft. Nee, noch nicht. Würstchen. Würstchen. Würstchen, ja, ja, ja. Das sind die länglichen Dinger da. Ist klar, Würstchen. Hier, Würstchen, boah, Kalli. Ja, alles so für den Kalli. Hier, kann man sehen, vegetarisch, schön. Mhm. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sag mal, wie ist das eigentlich beim Fleisch, wenn man sowas grillt wie Steaks und sowas, vor dem Grillen würzen oder nachher? Ja, man sagt ja, dass Gewürze hygroskopisch sind und dem Fleisch Wasser entziehen. Mir ist das aber völlig egal, weil ich will, dass das Gewürz in dem Fleisch einzieht und so richtig Schmackofatz hat. Ja? Also? Also von daher vorher. Vorher würzen? Ja. Okay. Hat meine Oma auch gemacht und die hat auch mal recht gehabt. Ja, natürlich. So, und jetzt habe ich hier eine kleine Vinaigrette gemacht. Einfach ein bisschen Knoblauch und Schalotten, Petersilie, ein bisschen Salz und ein bisschen mit Weißwein abgelöscht. Habe dann eine Zitronenschale reingemacht und dann gibt man das einfach hier darüber, anstatt Ketchup oder Mayo oder irgendwie. So viel? Ja, die Griechen haben das ja auch vor 4000 Jahren schon so gemacht. Da wird einfach ein bisschen Zitrone genommen und ein bisschen Öl und dann hat sich's. Ne? Ach echt, die Griechen? Ja, die haben doch alles. Waren doch, ja, war wohl doch für was Nütze, oder? So, was sagst du? Eigentlich ist das ganze Jahr über Grillsaison, finde ich. Boah, finde ich das geil. Sehr lecker. So, soll ich mal verteilen? Wollt ihr was haben? Ja. Ah, no, sehr gut. Also hier sollten die sich richtig melden. Das ist nachher für den feineren Geschmack. Am Anfang hier wunderbare Würstchen. Bauchspeck kann man höchstens mal drauf verzichtet. Das ist also Ribeye aus USA. Ich esse das immer etwas rosa, deswegen ist es auch rosa. Also wenn ich jetzt hier welche sitze, ach, ich will es durchhaben. Ja. Aber sag Bescheid, kriegst du Schnitzel, nicht gutes Fleisch, weil teuer ist und noch durchbraten. Ah, echt? Das ist deine Philosophie? Ja, also du siehst, das ist fantastisches Fleisch, brauche ich dir nicht zu sagen. Mhm. Und so, ich mache auch gerne hier durch und Würstchen. Dann möchte mal probieren. Frikadelle, alles, was dazu gehört. Ja. Bauchspeck, aber wenn du so ein gutes Fleisch hast. So, ich habe da eine Gabel. Dann darfst du nicht durchbraten. Das ist einfach mal oben ein Stück nehmen. Ja. Sehr gut. Das kostet auch ein paar Mal. Ich mache hier weiter. Man muss, wer möchte? Nicht so billig. Da muss ja, komm, gib einfach durch. Optimale da rauskommen. Mm, lecker. Um? Ich bin fast gleich. Ich gucke mal gerade, wann die Show läuft morgen. Abenteuer grillen. 20.15 Uhr, Kabel 1. Das ist schwer, bei so Kochsendungen nicht mit vollem Mund zu sprechen. Ne? Aber jeder macht die Zeit töten. Super. Oder man tut einfach so, als hätte man nichts mehr im Mund. Und dann auch so wie ich jetzt. Gedacht habe, hallo. Kalli, das schmeckt dir, ne? Merkt, probier dir, ja. Ja.
Morgen, morgen läuft die Kochsendung, ja, ist doch klar. Stefan, darf ich noch eine Sendung von mir ankündigen? Ja, welche denn? Rosins Restaurants, 8. Staffel, Ende Juni. Ja, ja, okay. Ja, freut mich sehr. Also es war sehr, sehr lecker. Ich bin fast satt. Also, das eigentlich mit der Frau aufhören. Keine Gewürzchen hast du aber lecker gemacht. Ne? Ja, die sind sehr lecker. Muss man dir wirklich lassen. Schwingen die Würstchen? Ja, hervorragend. So. Was grillen wir morgen? Ja. Kalli, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Spaß morgen und viel Erfolg bei der Sendung. Und dann gerne wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Ich gehe hier nochmal durch die Reihe. Ja. Also, Rainer Kallmund und Frank Rosin. Vielen Dank. Köstlich, kann ich sagen. Ich kann den ganzen Tag weiter essen hier. Und der Kalli verteilt noch Zeuge. Kalli, so. Dann hier, gehst du weiter. Kalli, einmal kurz durchs Bild. Wups. Was lacht ihr denn, ihr Drecksäcke da oben? Rainer Kallmund, meine Damen und Herren. So. Neue deutsche Küche von Frank Rosin und Rosins Rezepte. Essen wie bei mir zu Hause.